Wenn Ihr Vater Haarausfall hat, ist es nicht hundertprozentig sicher, dass Sie auch Haare verlieren werden. Denn der anlagebedingte Haarausfall wird nicht durch ein Gen übertragen, sondern wahrscheinlich durch mehrere Gene, die von Vater und Mutter übertragen werden. Je nachdem, wie viele Gene Sie bekommen, drückt die Anlage zum Haarverlieren mehr oder weniger durch. Die wichtigsten Einflussfaktoren für erblich bedingten Haarausfall ist die genetische Prädisposition. Der erblich bedingte Haarausfall, der steht nicht allein im Raum. Mehr als die Hälfte der Patienten mit erblich bedingtem Haarausfall haben einen Vater, der schon eine Glatze hat. Und nur 20% der Patienten mit erblich bedingtem Haarausfall haben den nicht irgendwo in der Familiengeschichte. Der zweite wichtige Grund ist der Hormonhaushalt. Die Haarfollikel, also die Haarwurzeln, sind sensibel auf männliche Hormone und können dadurch kleiner werden. Ab wann sollte man etwas gegen erblichen Haarausfall unternehmen? Nun, sollte man wirklich? Das ist die wichtigste Frage, die sich der Betroffene stellen muss, denn der erblich bedingte Haarausfall ist keine Krankheit in diesem Sinne, sondern ein ästhetisches Problem und es wird auch von den Krankenkassen nicht übernommen. Der erblich bedingte Haarausfall kann sogar schon vor der Pubertät beginnen, also eigentlich bevor die Wirkung der männlichen Hormone einsetzt. Das ist aber selten und meistens sind die Patienten 20 bis 30 Jahre alt, wenn der erblich bedingte Haarausfall beginnt. Gegen erblich bedingten Haarausfall können wir heute einiges unternehmen gegenüber früher. Wir verstehen einiges über den Einfluss der männlichen Hormone auf das Haarwachstum. Wir wissen, dass es zur Verkürzung der Haarwachstumsphase kommt und das bietet auch wirksame Therapieansätze an, nämlich die Haarwachstumsphase wieder zu verlängern bzw. gezielt in den männlichen Hormonhaushalt einzugreifen, sodass die Haare nicht mehr ausgehen. Und dazu stehen zwei Mittel zur Verfügung, das Minoxidil, welches die Haarwachstumsphase wieder verlängert, und das Finasterid, welches die Umwandlung des männlichen Hormons Testosteron zu Dihydrotestosteron, das Haarausfall verursacht, hemmt. Männer sind von Haarausfall mehr betroffen, weil die häufigste Ursache von Haarausfall der anlagebedingte Haarausfall ist. Und der entsteht vor dem Hintergrund einer genetischen Veranlagung und der Einwirkung von männlichen Sexualhormonen. Da Männer hohe Spiegel an Sexualhormonen aufweisen, entwickeln sie einen stärkeren Haarausfall.